Moin moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Der Schatten des Dämonenfürsten, herausgegeben von System Matters, ein neues Grundregelwerk. Viel Spaß! Ja, mit den 350 Seiten mutet dieses Buch dann doch sehr dick an. Aber es lässt sich dann doch sehr schnell lesen, wie ich festgestellt habe. Vor allem, wenn man sich schon ein bisschen mit Pen and Paper auskennt, dann wird man hier sehr vieles wiedererkennen und kann sich hier dann sehr, sehr schnell, ja, durcharbeiten, was mir sehr gut gefallen hat. Wir beginnen doch einfach mal mit Kapitel 1, die Charaktererschaffung. Natürlich gibt es im Vorfeld noch das obligatorische, was ist ein Pen-and-Paper-Regelwerk, was ist ein Rollenspiel und wie benutzen wir das. Die Seiten habe ich jetzt einfach mal übersprungen. Das war so ein bisschen das Vorwort. In der Charaktererschaffung geht es dann darum, wie man die Charaktere baut. Das ist in meinen Augen ein bisschen zu früh, denn ja, klar, wir wollen natürlich wissen, wie man dann einen Charakter baut. Da kennen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht die Regeln und wir wissen auch noch nichts über den Hintergrund. Ist das jetzt schlimm? Na gut, schauen wir mal rein. Wir haben hier vor allem eine ganze Menge an Tabellenwerke und das mag dann viele erfreuen, das mag aber auch viele nicht ganz so begeistern. Ich fand es zumindest jetzt beim Lesen sehr schön. Muss ich ganz ehrlich sagen, mir gefällt das. Das erinnert sehr stark an Warhammer, Warhammer Fantasy in einer D&D-Variante und genau das ist es in meinen Augen auch. Also man erkennt hier sehr, sehr viele Parallelen zu dem Regelwerk, auch zu dem Hintergrund und ja, da wollen wir doch einfach mal reinschauen. Ja, so sieht eine Erschaffungstabelle für den Menschen aus. Auf der nächsten Seite geht das noch ein bisschen weiter, da wird dann nochmal das Aussehen thematisiert und da kann man eben noch ein paar andere Hintergrundsachen dann klären, aber so würde dann, ja, wir fangen natürlich mit einer Rasse an, die Erschaffung eines Menschen vorangehen. Es gibt dann natürlich noch weitere Rassen, die man dann auch ohne Probleme hier spielen kann. Es gibt natürlich sowas wie einen dezenten Rassismus. Ist es nicht so wie dann bei anderen Regelwerken, wo man dann keine Orks gemeinsam mit Goblins spielen kann und gemeinsam mit Menschen. Es gibt, wie gesagt, so etwas wie Probleme der Völker untereinander, aber man kann die trotzdem in eine Gruppe bringen. Das ist jetzt, wie gesagt, der Pfad für einen Menschen. Da steht dann drin, was die für Startwerte haben, welche Attribute, welche Wahrnehmung, welche Verteidigung. Und da kann man dann die Hintergründe auswürfeln, jeweils mit einem W20 oder 3W6. Also alles, was wir brauchen, sind dann W20 und W6. Das ist dann sehr oldschoolig, wie ich zumindest finde. Andere haben schon gesagt, es ist gar nicht so sehr oldschoolig, aber die Wurzeln bei D&D sind klar erkennbar. Auch wenn D&D teilweise noch andere Würfel benutzt, gerade wenn es dann um Waffen geht. Aber es geht vor allem darum, dass man einen Wert überwürfelt mit einer Maximalschwierigkeit von 10 und dann bekommt man auch ein paar Bonussachen dazu. Die genauen Regeln dazu klären wir dann später. Aber ja, also ich finde, es macht Spaß, sich dann einen Menschen zu erschaffen, dem dann danach ein Beruf gegeben wird. Was ich allerdings vorher noch erwähnen möchte, ist, denn das ist schon etwas anderes. Ich habe ja schon angesprochen, die Orks und die Goblins, Zwerge gibt es natürlich auch. Es gibt aber auch so Sachen wie Uhrwerke und das könnten dann so, ja, Steampunk Chimären sein oder Golems. Man ist sich da nicht ganz sicher. Das sind auf alle Fälle mechanische Wesen und die finde ich ziemlich lustig. Unter anderem dann aber auch die Wechselbälger. Die könnt ihr dann noch hier auf der Seite sehen. Das Feenvolk. Wer sich da dann so ein bisschen dazu einlesen will, was das genau ist, der kann dann ja in dieses Buch hineinsehen. Aber dass dann hier auch noch andere Rassen mal benutzt werden und dass man dann auch so, ja, Uhrwerke spielen kann, also mechanische Wesen, das fand ich zumindest ziemlich lustig. Ziemlich, hat sich nicht gelesen. Ja, dann, nachdem wir die Rasse dann ausgewählt haben, bekommen wir auch Berufe, und zwar Plural, Startberufe, 2 Stück an der Zahl, die wir dann auswürfeln können. Wir können aber auch dann aus den verschiedenen Arten uns was aussuchen. Da haben wir dann die erste Tabelle und können da erstmal die Art bestimmen und danach das so ein bisschen spezifizieren. Und wenn dann da sowas steht wie Handwerker und man hat dann den Handwerker ausgewürfelt, dann müsste man sich da nochmal so ein bisschen entweder selbst entscheiden oder auch wieder auswürfeln. Aber die Liste an verschiedensten Berufen ist sehr, sehr lang. Und was ich eben schön finde, ist, dass man die
Berufsleiter weiter aufsteigen kann, je nachdem, wie ich dann mit den Leveln aufsteige. Es gibt hier keine Erfahrungspunkte, sondern man steigt dann einfach eine Stufe auf, wenn der Spielleiter sagt, so, ihr habt das Abenteuer jetzt geschafft und ihr dürft alle eure Punkte verteilen. Und ich kann die verschiedensten Berufe dann sehr, sehr breit fächern. Also das geht dann sehr stark auseinander und jede Figur ist hier wirklich sehr, sehr individuell. Ja, gerade einfach dadurch, dass man auch zwei verschiedene Berufe am Start wählen kann und seht euch einfach die Liste an, die ist sehr, sehr groß. Die Möglichkeiten zur Charakterschaffung sind einfach endlos groß und ich werde auch hier auf alle Fälle dann mal einen Charakter bauen, einfach weil ich dann hier Lust bekomme, diese ganzen Tabellen mal auszuprobieren. Ja, nachdem ich dann auch noch sowas wie das Inventar ausgewürfelt habe und ein paar Besonderheiten, also irgendwie ein besonderes Amulett, was ich immer dabei habe, was vielleicht nicht wirklich was wert ist, aber was mir zumindest etwas bedeutet, geht es dann im nächsten Kapitel darum, wie man das Spiel leiten soll oder wie man da ja verschiedene Methoden benutzen kann. Das ist auch wieder alles sehr basic. Das kennen viele sicherlich schon aus anderen Regelwerken. Ich finde es aber wichtig, dass es eben in einem Grundregelwerk noch einmal drin steht, wie man dann drauf eingehen muss, weil vielleicht ist das ja das erste Buch, was man dann als Spielleiter in die Hände bekommt und dann muss man eben diese Dinge auch wissen. Wie vergeht die Zeit? Wie würfelt man ganz generell, ohne jetzt auf die Regeln einzugehen? Wie funktioniert das mit Angriffen und so weiter? Also das wird dann hier so nach und nach alles ein bisschen erklärt. Da wird dann auch so ein bisschen dann die Regel mit eingeflechtet, wie man dann eine Probe würfelt, wann man eine Probe würfeln lässt und was auch die einzelnen Attribute überhaupt bedeuten. Also was ist Intelligenz, was ist Stärke? Das kennt man, wie gesagt, von anderen Rollenspielen, aber hier gehört das eben nochmal dazu. Was ich persönlich richtig gerne mag, ist, dass es dann auch so etwas wie geistige Stabilität gibt oder auch Verderbnispunkten. Das kenne ich ja schon von Cthulhu, da ist es ja von vornherein gegeben, aber in den vielen, vielen Fantasy-Werken, die ich so bisher kenne, spielt dann die geistige Stabilität von den Helden weniger eine Rolle. Hier ist es tatsächlich der Fall und da gibt es dann auch ganz lustige Effekte, die, ja, also wenn man dann ein Massenmörder ist im Laufe der Zeit, also einen unschuldigen Menschen getötet hat, dann reagieren da zunächst auch Kinder drauf, die dann einfach anfangen zu weinen, obwohl sie gar nicht genau wissen, woran das liegt. Und später sind es dann Hunde, die anfangen zu bellen und so weiter. Also da gibt es dann verschiedenste Regelungen, wie man eben sowas darstellen kann. Das muss jetzt auch nicht nur der Mord sein. Ihr könnt es dann auf der rechten Seite erkennen, wann man Verderbnis erhält. Es geht dann auch sowas wie die Nutzung von bestimmten Relikten, wenn die einfach verboten sind oder wenn es da um Zauber geht, die man nicht wirklich kontrollieren kann. Das Verletzen von Unschuldigen, das absichtliche Verbreiten einer Krankheit, all das sind dann zum Beispiel Möglichkeiten, wie man Verderbnis ansammelt, wie man zu einem wirklich wahrhaft bösen Charakter wird oder aber auch wie man dann Wahnsinnspunkte ansammelt, das könnt ihr dann auf der linken Seite sehen. Ja, weiter geht es jetzt auf Seite 58 mit den Regeln und das sind jetzt tatsächlich die Regeln, die wir für dieses Rollenspiel brauchen. Ich hatte ja schon gesagt, dass es ein bisschen oldschoolig ist, so ein bisschen Basics, so ein bisschen an D&D angelegt, ne? So ganz kurz könnte man das mal erwähnen. Ich möchte auf die Regeln hier in diesem Rahmen der Rezension gar nicht eingehen, das ist nicht meine Aufgabe. Wir wollen uns hier gemeinsam einen Überblick über dieses Buch verschaffen und ja, natürlich sind die Regeln drin. Wer sich dafür interessiert, der möge doch bitte bei System Matters selbst vorbeisehen. Die haben einen Podcast. Den haben sie auch schon seit geraumer Zeit, so haben sie eigentlich gestartet. Ich werde das unten in der Videobeschreibung, werde ich das mal verlinken. Und dort geht es dann unter anderem auch darum, wie Kämpfe geführt werden. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Aber auch darum soll es in dieser Rezension nicht gehen. Hört euch das einfach mal an. Das ist interessant. Es ist mal was Neues. Und ja, da könnt ihr euch dann verschiedenste Podcasts dazu anhören. Zum aktuellen Zeitpunkt sind 5 erschienen. Da geht es dann um, wie gesagt, die Charaktererschaffung, das Auswürfeln mit Tabellen. Das werde ich auch nochmal machen. Dann haben wir die Magie von der Welt oder einen Kampf, der da geführt wird, wo dann alles so ein bisschen spielerisch erklärt wird. Ich finde das ganz gut gelungen und daher werde ich dir empfehlen. Und wir springen dann über dieses Regelkapitel drüber. Wie gesagt, sie stehen hier drin. Sie sind kurz. Sie sind knackig, sie sind verständlich und das gefällt mir gut. Ja, wenn ihr mal auf die Seitenzahlen seht, wir sind jetzt auf Seite 70. Das waren schon die Regeln. Das ist sehr, sehr kurz gefasst. Und was jetzt kommt, sind die Lehrlingspfade. Ja, was sind denn die Lehrlingspfade? Jetzt geht es darum, wie wir Charaktere steigern. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir keine Erfahrungspunkte an sich bekommen, sondern wir steigen einfach Stufen auf.
Das ist jetzt mal ein Kapitel, wo ich verschiedene Seiten zeige, um euch so ein bisschen klarzumachen, worum es dann hier gehen soll. Wir könnten dann einen weiteren Beruf auswählen, beziehungsweise wir hatten ja schon zwei Berufe ganz am Anfang und jetzt möchten wir das noch ein bisschen vertiefen und bekommen dann ja die Ausbildung zum Priester oder die Ausbildung zum Schurken hin. Da wird dann mit einer weiteren Tabelle so ein bisschen geklärt, wie es dazu gekommen ist und wie das verlaufen ist, und ich kann mir dann da auch noch eine religiöse Schule aussuchen. Wir können auch mal rübergehen auf die nächste Seite. Wir hatten den Schurken. Da können wir dann nochmal den Zauberkundigen sehen. Auch hier, dann geht es um die Ausbildung eines Zauberkundigen. Wie ist das verlaufen? Wir können uns dann aber auch ansehen, welche schurkischen Talente man dann bekommt und wie das dann mit dem hinterhältigen Angriff aussieht. Was ich hier richtig gut finde an diesem System, man kann auch später noch zu einem Zauberkundigen werden. Das heißt, wenn ich schon meinetwegen Stufe 7 bin, dann habe ich bisher ein Leben als Krieger und als Schurke geführt. Und wenn ich dann ein Zauberbuch finde oder ein Artefakt oder so etwas, dann kann ich weiter lernen, wie ich zaubere. Das heißt, ich bin da nicht sehr beschränkt. Ich kann mir dann jederzeit noch irgendwie überlegen, dass ich dann doch noch was ganz anderes lernen möchte. Und da ist man dann sehr, sehr weit gefächert. Man kann also irgendwie alles, aber nichts richtig. Es gibt dann aber auch diejenigen, die sich dann einfach spezialisieren. Die sind dann 10 Stufen lang einfach nur Krieger, Kämpfer, Ritter, Paladin und können dann jeden Dämon in den Arsch treten. Jetzt so salopp gesagt, ist es eigentlich ein sehr tödliches System. Aber ganz generell, ich könnte auch zu jeder Zeit Magie lernen oder ich könnte jederzeit ein Priester werden, was ich, wie gesagt, sehr toll finde, dass ich da nicht von vornherein darauf angewiesen bin, mir einen Zauberer zu erstellen, der dann mit Arkan, mit Mana oder mit Astralpunkten oder sowas dann hantieren muss. Und das ist ja in anderen Systemen, ist das nicht möglich, dass ich da dann noch diesen Weg und diesen Pfad wähle. Hier sind einfach die Möglichkeiten unbegrenzt und das ist eben so das, was mir richtig gut gefällt. Wenn ich die Lehrlingspfade beschritten habe, dann darf ich ab der Stufe 3, darf ich dann auch den Gesellenpfad wählen. Später auf Stufe 7 darf ich dann sogar noch einen Meisterpfad wählen. Und auch da schauen wir nochmal rein. Also wie gesagt, das ist alles noch sehr, sehr kurz, aber das fächert sich unglaublich auf, wenn wir uns dann hier ansehen, wie denn die Pfade dann gewählt werden können. Ich bekomme ein eigenes Charakterziel, was ich dann erreichen könnte oder sollte. Ich kann einen zweiten Gesellenpfad wählen. Ich kann dann auch die Vorteile, die Talente dieser ganzen Pfade kann ich dann abklappern. Und das ist dann, wie gesagt, wenn ich dann den Pfad des Krieges wähle, dann kann ich entweder sagen, ich möchte ein Berserker werden, ein Kämpfer, ein Waldläufer, so ein bisschen Aragorn-mäßig, oder ein Zauberbinder. Also auch im Rahmen dieses Kriegspfades kann ich dann mit Magie rumlaufen. Ich kann das dann alles so ein bisschen mischen und verschieben. Kann da dann den schurkischen Part in diesen Waldläufer mit reinbringen. Ich kann dann einfach ein ganz reiner Kämpfer sein oder ich kann es eben auch ein bisschen stumpfer spielen. Und das geht dann eben auch für den Pfad des Glaubens, wo wir dann den Naturpart haben beim Druiden oder den Kleriker. Da ist es dann Glaube und so. Bei den Pfaden der Macht beispielsweise, wenn wir uns dann unten ansehen, da ist, ja, Macht ist ein bisschen schwurbelig formuliert, aber wenn wir dann so Magie, Hexen, Naturkundigkeit damit verbinden, dann können wir uns die uralte Magie zunutze machen oder wir lesen in Anführungsstrichen großen Zauberbüchern und modernen Werken oder in alten Grimoires, dann können wir da dann uns mal ein bisschen reinlesen. Oder wir verbinden das Ganze mit dem Handwerk, werden dann Zauberschmied. Also wie ihr das dann, wie ihr euren Charakter entwickeln wollt, werden euch keine Steine in den Weg gelegt. Das ist eben das Schöne. Ja, schauen wir uns einfach mal einen generischen Pfad an. Hier können wir uns dann ansehen, den Paladin, mutige und entschlossene heilige Krieger, die dann den Kampf gegen die Dunkelheit aufnehmen. Auch da können wir dann mit einem W6 den Lebensweg auswählen. Wie immer, wem das nicht gefällt, der sucht sich hier halt was aus. Aber ich finde, es zieht immer seinen ganz besonderen Reiz daraus, wenn das ausgewürfelt wird. Was dann der Paladin auf Stufe 3 bekommt, also dass dann das Attribut erhöht wird, dass die Eigenschaften verbessert werden und wie das dann aussieht beim Leveln, wenn ich so sagen möchte. Oder auch dann der Schwarzkünstler, der steht dann auf der nächsten Seite, auf der vorderen Seite das Orakel. Und ja, also ich finde es, wie gesagt, sehr spannend, wie sich dann so ein Lehrling in ein Gesellen verändert und dann später wird er dann auch noch der Meisterpaladin auf der Stufe 9 dann. Wie gesagt, ab der Stufe 7 steigt man dann zum Meister auf und auch da hat man wieder die Möglichkeit eines neuen Pfades.
Ja, dazu kommen wir dann jetzt. Der Meisterpfad ab Stufe 7. Auch der wird dann, das ist dann wie gesagt diese Spezialisierung. Wenn ich mich dann auf einen Bereich meines Lebens besonders konzentrieren will, das wird dann ja eine magische Schule sein oder ein Kampfstil. Oder ich möchte besonders Schurke sein und dann irgendwelchen Leuten die Geldbeutel abschneiden. Je nachdem, wo ich mich dann da umgucke, kann ich dann hier auch zum Meister ausgebildet werden und überrage dann die anderen. Schaut euch einfach mal die unglaubliche Anzahl der möglichen, ja, Pfade an, die dann da nochmal auch ein bisschen aufgefächert sind, die so ein bisschen sortiert sind. Lebenswege werden wieder aussortiert. Also wie bin ich dann jetzt zum Meister gekommen? Da liegt dann natürlich so ein bisschen Zeit zwischen den Abenteuern dann dazwischen. Man erlebt die Abenteuer dann eigentlich sehr kurz. Das ist dann was, wenn man das an einem oder zwei Abenden mal durchspielen will. Das sollen dann eigentlich keine riesigen Kampagnen werden, an denen man dann mehrere Jahre spielt, sondern das Ziel ist es eigentlich, dass man gerade als Erwachsener wenig Zeit hat und in dieser wenigen Zeit, dass man die dann besonders nutzt. Die Abenteuer sind dann sehr kurz. Man kann auch mehrere kurze Abenteuer aneinander hängen, aber es geht einfach darum, dass man da dann ja nicht 7 Jahre seines Lebens an einer sehr, sehr großen Kampagne sitzt und dann eigentlich nach einem Jahr feststellt, dass man doch noch lieber eine andere Kampagne spielen wollen würde. Ja, wir schauen einfach mal hier rein. Man kann sich den Barden auswählen auf den verschiedenen Stufen. Wie gesagt, ab der 7. beginnt es, ab der 10. hört es dann auf. Da bekommt man dann nochmal die letzten Punkte dazu. Aktuell ist auf Stufe 10 meines Wissens Schluss. Das kann sich vielleicht nochmal ändern, aber aktuell ist man dann auch schon ziemlich gut. Also es geht hier dann nicht wie bei D&D, wo man, ich glaube, bis zur 20. Stufe spielt und dann nicht nur mit Drachen kämpft, sondern auch mit Göttern. Das wird hier nicht der Fall sein. Es bleibt weiterhin sehr, sehr tödlich, auch wenn man dann eben ja gegen den einen oder anderen Dämon mal bestehen kann. Aber wenn es dann eben eine Armee ist, dann wird man diese Armee nicht zerreißen können. Das ist, ich mag es, wie gesagt. Ist es dann eine Warhammer-Variante im D&D-Regelwerk? So finde ich zumindest. Ja, andere Beispiele, andere Bilder. Wir haben dann den Exorzisten, auch da dann ein schönes Bild. Wir haben den Feldkaplan. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken auf diesen Seiten. Man kann hier, wenn man das so liest und da sich überlegt, ja, was will ich denn machen, wenn ich später auf Stufe 7 bin? Was für einen Meisterpfad werde ich dann wählen? Und der eine liest sich besser als der andere und man müsste eigentlich mehrere Charaktere spielen. Also der Wiederspielwert ist dann hier höchstwahrscheinlich sehr hoch. Zumindest beim Lesen kommt mir dann dieser Gedanke, dass ich dann nicht nur einen Charakter mal hochleveln will, sondern wenn ich könnte, dann würde ich ganz gerne mehrere hochleveln, um mal zu schauen, wie sich die spielen. Ja, wie soll das anders sein? Auch hier brauchen wir eine kleine Ausrüstungstabelle, Preise, Verfügbarkeiten. Wenn ich dann also ein Schwert mir kaufen möchte, wenn ich mir eine Rüstung kaufen will, was kostet das? Wie sind überhaupt die Währungseinheiten? Das könnt ihr dann hier unten noch gleich sehen. 10 Heller sind ein Kupferpfennig, Kupferpfennige werden dann zu Silberschilling und der Silberschilling wird dann zur Goldkrone. Ja, das ist so ein Dezimalsystem, damit kann man gut arbeiten, da muss man nicht richtig rumrechnen und das ist in meinen Augen, ist das ja brauchbar, da macht man nichts mit falsch, das machen viele andere Systeme auch. Und da muss man sich dann nicht damit abhalten, dass man da groß im Kopf herumrechnet. Ja, natürlich kann man sich auch Gefolgsleute kaufen. Man kann sich Werkzeug ja, dazu kaufen, wenn man dann ein Handwerker sein will. Wir hatten, wie gesagt, vorhin dann auch Berufe wie Schmied oder irgendwelche anderen Sachen. All das wird dann hier abgebildet. Wenn ich eben so jemand sein möchte und dann als Zauberschmied auch mit einem Hammer auf ein Schwert hauen möchte, ich kann mir die dann selber herstellen. Hier stehen dann die Regeln drin, wie ich mir sowas kaufe oder auch wie ich mir sowas dann herstellen könnte. Im Magie-Kapitel, ja, genau da gehört das hin. Wir sprechen dann so ein bisschen über die Götter und über die Monster, über magisches Erbe, über machtvolle Gegenstände. Und ja, die Zaubersprüche werden selbstverständlich abgehandelt, damit ich überhaupt weiß, was ich mir kaufen kann, was ich mir kaufen sollte und wie ich Zauber lernen kann. Ich habe euch einfach mal eine Seite gezeigt. Das ist, wie gesagt, dann weniger Tabelle zum Auswürfeln, sondern einfach nur eine Aneinanderreihung von den verschiedensten Zaubern, Kategorien, dann Schutz oder Sturm, zumindest kann man das dann hier sehen und in welchen Kategorien dann die Zauber sich eingliedern, also Bereich sichern, magisches Schloss oder die Flucht, das Kraftfeld, und die werden sich dann alle in dieser Kategorie Schutz unterordnen. Ich kann also dann Schutzmagie lernen und da ist dann wichtig, wie
stark der Zauber ist, was der für ein Ziel hat, wie die Wirkungsdauer ist, ob ich das im Kampf wirken kann oder ob das eher eine längerfristige Aktion ist. Da das aber nicht sonderlich spannend ist, dass ich jetzt hier verschiedene Seiten zeige, werde ich das auch wieder überspringen. Hier einfach nochmal stehen geblieben wegen diesem lustigen Bild. Naja, was heißt lustig? Das spiegelt einfach diese Welt des Dämonenfürsten wieder. Wer also solche Bilder nicht mag, der ist, glaube ich, auch in der Welt des Dämonenfürsten nicht ganz so gut aufgehoben. Es ist keine Blümchenwelt, sondern sehr schmutzig, sehr dreckig. Es ist düstere Fantasy. Und damit kommen wir auf, ja, nach knapp 200 Seiten, kommen wir dann zu dem Kapitel, was ich eigentlich als erstes gerne lesen möchte, damit ich weiß, was das für eine Welt ist. Ein Land im Schatten. Es gibt jetzt hier den Überblick über einen der Kontinente. Es gibt viele Kontinente. Wir bespielen erst einmal nur einen. Ja, wer da dann Schulden die Nachtigall Trapsen hört, der wird wissen, dass man dann höchstwahrscheinlich mit anderen Abenteuern oder mit anderen Kampagnen sich andere Kontinente angucken wird können. Es gibt im Englischen bereits mehrere hunderte von PDFs zu dem Schatten des Dämonenfürsten, also in den USA ist das ein richtig großes Ding und das wird System Matters jetzt nach und nach, je nachdem wie das System ankommt, wird das dann zu uns rüberschwappen und übersetzt werden. Also für Nachschub wäre zumindest gesorgt. Ja, wir gucken uns einmal kurz die Welt an. Hier ganz klassisch, dann die Welt in Menschenhaut oder meinetwegen auch Tierhaut gebunden, aufgemalt und dann ja an Fäden aufgehangen und da dann eben draufgemalt. Das ist eine sehr einfache Karte, wie ich finde. Die ist noch sehr klein, aber das ist in meinen Augen total ausreichend. Größer brauche ich es gar nicht. Ich kann mich da dann auch aufgrund schon von den Farben, kann ich mir dann schon eine ganze Menge zusammenreimen. Wir haben dann in der Mitte so leicht rechts versetzt das Imperium, wie es dann zum Imperium kam. Das wird dann hier alles beschrieben, dass dann da die, da lebten vorher andere Völker und die wurden dann erobert von einem, ja, Imperator, der hat dann die Orks noch mit dazu genommen, hat sich dann ein paar Orks-Sklaven gehalten, beziehungsweise ein Kriegervolk, was dann für ihn dann die Kriege geführt hat. Wir können uns dann auf der Karte so ein bisschen orientieren. Im Süden ist es dann ein bisschen kälter. Wir sehen dann da unten links die Eiswachtinseln, die Ödlande, das Blutland. Und wenn wir nach Norden gehen, dann wird es wärmer. Das könnte man jetzt darauf zurückführen. Wir wissen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, wie das mit der Geografie aussieht. Vielleicht befinden wir uns auf, wenn es denn eine Weltkugel ist oder eine, naja, wenn es angelehnt an unsere Erde wäre, dann würden wir uns irgendwo auf dem südlichen Äquator befinden. Oder es hat ganz andere Gründe, dass es dann im Süden kälter ist als im Norden. Müsste man sich dann überlegen. Es wird aber auch erstmal hier offen gelassen. Es wird nicht thematisiert, zumindest im Norden ist es warm, im Süden ist es kalt. Und da kann man dann in, ja, gegen Piraten kämpfen. Ihr könnt euch dann mal dann diese, ja, diese schönen Inseln ansehen, die Pirateninseln. Also wer da dann so ein bisschen das Flair von der Karibik haben will, der kann dann dahin gehen. Oder dann kann man zum Bund der Neuen Städte gehen, in der Hauptstadt des Imperators. Da gibt es dann noch eine schwebende Insel von den Magiern. Ja, es werden dann natürlich auch nochmal die neuen Städte vorgestellt. Eine grausamer als die andere oder seltsamer als die andere, Azul, die Stadt des Todes. Dann wird noch die Schwarze Hand vorgestellt, ein Meuchlerbund, der alles für Gold macht, nicht für Politik oder für irgendwie eigene Interessen, sondern da geht es dann nur um das eigene Geld. Dann gibt es die Stadt der Ketten, die goldene Stadt, die träumende Stadt. Also jede dieser neuen Städte hat irgendwie eine Besonderheit. Ihr könnt euch dann ja auch jetzt hier ansehen, dass das alles so ungefähr eine Viertelseite einnimmt. Das ist nicht unbedingt umfangreich, aber man bekommt da auf alle Fälle schon, ja, ein Flair für diese Stadt und was diese Stadt dann besonders macht und auszeichnet, sodass da dann das Interesse geweckt wird. Und wer da noch mehr wissen möchte, der sollte dann nicht in dieses Grundregelwerk reinschauen, wo nur dieser Überblick gegeben werden soll, sondern da müsste man dann in sowas sehen wie die Regionalwerke oder vielleicht auch in die Abenteuer. Wie die dann aussehen, das weiß ich bisher noch nicht. Ich habe mir bisher immer nur dieses Grundregelwerk angesehen, aber vielleicht wird da ja wieder noch was übersetzt. Wie gesagt, im Englischen gäbe es ja schon hunderte von PDFs, die noch darauf warten, dann übersetzt zu werden.
Was ich besonders spannend fand, war dann, naja, es werden dann nicht nur diese neuen Städte vorgestellt, sondern auch andere Reiche, dann auch die Blutlande, das waren ja die im Süden, wo dann dieses ewige Eis herrscht mit den ganzen Barbaren. Was ich aber echt spannend fand, war die Geschichte von den Zwergen. Es gab eine Zwergenfestung, wo niemand genau weiß, warum die verschwunden sind. Und das ging von dem einen auf den anderen Tag. Eine Festung besetzt, niemand hat sich herangetraut. Man hat dann noch aus der Entfernung die Schmiedehämmer gehört, die dann Tag für Tag, Nacht für Nacht dann geklungen sind und jeder wusste, ja, sie sind da und man sollte dann nicht hingehen, wenn es dann aus diesem Berg heraushallt und dann von dem einen auf den anderen Tag waren alle weg. Ohne irgendwie was zu sagen, ohne ein Zeichen zu hinterlassen, sie waren einfach weg. Naja, und dann hat das auch nicht so lange gedauert, bis dann die Flüchtlinge und die Vertriebenen haben sich dann da in diese Festung reingerettet und haben die dann jetzt für sich selbst dann übernommen. Aber ja, was mit diesen Zwergen passiert ist, niemand weiß es bis zum heutigen Tag. Es war vor 500 Jahren und wenn ich dann solche Geschichten lese, dann habe ich da echt mal Lust, ein Abenteuer zu spielen und mal herauszufinden, was da passiert ist. Oder die dann selbst zu erforschen. Aber naja, gut. Ja, was dann noch einer kurzen Beschreibung der Städte der anderen Länder kommt, das ist dann noch so ein bisschen eine Geografie, da wird dann noch so ein bisschen anders reingezoomt, man kann sich dann diese Karte hier ansehen, die dann doch noch ein bisschen anders gezeichnet ist und dann nicht auf eine Menschen- oder Tierhaut dann gebunden oder gemalt worden ist. Es geht dann noch so ein bisschen um Geografie, um Klima, um Politik und dann werden noch einmal ein paar Götter vorgestellt. Es gibt natürlich noch ganz viele zahlreiche Siedlungen. Man kann sich das dann alles in aller Ruhe dann nochmal durchlesen, aber im Rahmen dieser Rezension macht es, glaube ich, wenig Sinn, dass ich jetzt jede einzelne Siedlung vorstelle. Das ist, glaube ich, dann auch nicht zielführend. Ja, zu der Religion, dem Glauben und den Göttern kann man sagen, dass die Religion nur diffus wirkt. Also existieren die Götter, ist hier die Frage. Die meisten glauben wohl dran, aber sie zeigen sich nicht wirklich. Das mag vielleicht auch mit dem Schatten des Dämonenfürsten zu tun haben, dass der jetzt seinen Schatten auf die Welt geworfen hat, aber sie sind dieser Tage nicht mehr sehr aktiv. Sie greifen nicht sehr aktiv ein, auch wenn die Priester des jeweiligen Pantheons, dieses jeweiligen Gottes, dann trotzdem noch herumlaufen und predigen. Das kommt immer darauf an, welche der Götter wir dann da anrufen, aber sie sind nicht wirklich aktiv. Wir können uns hier nochmal ein bisschen ansehen, was es dann da für Religion gäbe. Klar, wir sind dann in einem polytheistischen Weltbild, da wird das alles ein bisschen aufgeteilt. Wir haben einen Gott für die Toten, wir haben einen Gott für den Frost, für den Mond. Ja, die Sommerkönigin, das ist jetzt, ja, was man eben in so polytheistischen Weltbildern hat, dass das alles so ein bisschen separiert wird. Das kennt man auch aus anderen Rollenspielen oder eben auch aus unserer eigenen Welt. Und ja, dann gibt es dann natürlich auch noch den neuen Gott, der mag dann zur mächtigsten Religion des Imperiums gehören, kämpft dann wieder vielleicht so ein bisschen gegen die anderen Gottheiten. Es ist sowieso immer überall Spannung und man versucht dann miteinander klarzukommen, sich zu respektieren oder zu tolerieren. Aber da kann es natürlich auch dann nochmal ein bisschen hochbranden, denn naja, die ganze Welt lebt von Extremen und wenn man dann ja noch einen Krieg braucht, dann wird halt ein Krieg geführt. Ja, und zum Schluss, wie sollte es anders sein? Geht es noch einmal darum, wie man sich die Unterwelt hier vorstellen kann, was die Hölle ist, was die Leere ist, die Welt dazwischen und auch was der Dämonenfürst ist oder was er nicht ist und wie man sich so etwas vorstellen kann. Ja, in diesem Kapitel wird dann der Rest beleuchtet, den man dann braucht, damit die Welt, die sowieso schon sehr düster ist, dann noch finsterer wird, wenn dann Dämonen beschworen werden, die bodenlosen Gruben der Hölle vermittelt werden. Ja, all das, was man hier braucht, um es dann grim and gritty zu machen, steht dann auf dieser letzten Seite. Ja, nachdem der Hintergrund dieses ganzen Spiels beleuchtet worden ist, geht es dann auch nochmal so ein bisschen darum, dass wir dem Spielleiter weitere Tipps geben. Was darf er, was darf er nicht? Ist er Erzähler, Schiedsrichter, Fürsprecher, Lehrer, der Weltenbauer? Das sind dann auch wieder die ganz grundlegenden Sachen, die jeder Spielleiter braucht, wenn er zum allerersten Mal in so eine Welt geworfen wird und dann für seine 3 bis 5 oder 6 Freunde ein Spiel leiten darf. Auch das muss ich jetzt hier nicht vorstellen. Das gehört natürlich in jedes gute Grundregelwerk, das sage ich jedes Mal.
Da kann die Qualität des jeweiligen Spielleitens dann auch sehr abweichen. Also so, wie man das dann hier vorstellt, welche Tipps man hier gibt, das kann sehr stark voneinander abweichen. Und ja, hier wird nichts falsch gemacht. Das ist dann eben so das, was man braucht. Das ist grundlegende Kost. Was ich noch wichtig finde, ist gerade, wenn man dann eben auch mit sowas wie geistiger Stabilität spielt, das hat ja Cthulhu damals sehr gut gemacht und auch hier im Schatten des Dämonenfürsten wird eben sowas dann erzeugt. Gerade wenn es dann nicht um Kämpfe geht, Kämpfe leiten, ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber um dann Horror zu vermitteln, beziehungsweise Abscheu, das Grauen, wenn es dann um erwachsene Themen geht, ihr könnt dann unten auch die kleine Box sehen auf der linken Seite, auch sowas muss ganz besonders gespielleitet werden, ganz besonders Fluff, der da aufgebaut wird, eine Immersion, die da erzeugt werden kann oder sollte. Und hier werden dann eben auch nochmal ein paar Tipps dazu gegeben, wie man das dann macht. Das sind dann Sachen, die vielleicht in einem DSA oder in einem Pathfinder-Buch nicht unbedingt drinstehen, denn so etwas wie Horror, wie Abscheu gibt es nicht ganz so stark. Ja, jetzt können mich auch wieder einige Leute maßregeln, aber ich behaupte einfach, dass die Arten des Horrors eben dann in ein Horror- oder in ein Gruselrollenspiel gehören, in eine düstere Fantasy, und Pathfinder und DSA sind dann ja eher Heldensysteme. Ja, nach vielen weiteren Seiten gucken wir uns dann auch mal das Bestiarium an. Ja, wie sollte es anders sein? Wir brauchen natürlich auch ein paar Monster, die wir dann den Helden bzw. den Opfern an die Hand geben können. Und ihr könnt dann hier schon dieses riesige Mistvieh sehen, was sich da durch so eine Siedlung schlingt, und da kann man schon erwarten, da wird man dann als kleiner, naja, ihr könnt da als Vergleich so eine Kuh sehen oder was das sein soll, könnt ihr euch da mal angucken, da wird man vielleicht nicht ganz so viele Chancen haben, aber ja, wir werden dann natürlich auch mit ein paar Bildern zurückgelassen, ein paar Werten, die wir brauchen, um dieses Spiel dann auch ordentlich zu leiten. Ja, die Kreaturenbeschreibung, wenn man sowas Exotisches hat wie ein Amphisbaena, dann muss man da natürlich wissen, was das ist, weil darunter kann sich niemand was vorstellen. Aber wenn es dann um sowas geht wie ein Bär oder wie ein Basilisk, ja, hat man mittlerweile irgendwie gesehen, jeder weiß, was ein Bär ist, und auch in der Fantasy-Literatur wird man dann wissen, was ein Basilisk ist oder wie er aussehen könnte. Aber auch dann, wenn wir sowas hören wie Bargeist, dann müssen wir da auch nochmal ein Bild haben, und das wird dann eben dazu nachgeliefert, damit man da eben auch so etwas nicht nur beschreiben kann, sondern den Spielern eben auch zeigen darf. Ja, die dazugehörigen Werte stehen natürlich dabei, weil man braucht dann natürlich auch die Werte, falls es zum Kampf kommt. Lustig finde ich dann auch noch so Zeichnungen von diesem Kettenscheusal. Es ist dann einfach nur auch irgendein Ding, was dann Ketten umschlungen hat, aber die Zeichnung dazu, also egal welche Zeichnung man sich in diesem Buch ansieht, die sind eigentlich alle ziemlich cool, und da braucht man dann auch nicht, da braucht man dann auch keine Erklärung, warum dieses Ding jetzt Ketten hat oder so. Es ist einfach nur ein Ding, was dich angreift, und es hat halt Ketten um seinen Leib geschlungen und verpeitscht sich dann damit. Ja, ziemlich cool. Oder wir haben dann hier so einen Mauler, der dann nur aus einem riesigen Maul und Tentakel, ja, Fingern besteht. Erinnert mich so ein bisschen an so ein dunkles Junges von Shub-Niggurath, aber da sollte man dann doch bitte nicht die Anatomie hinterfragen, sondern das einfach nur hinnehmen, und wenn man dann nicht reagiert, dann wirst du halt gefressen. Fertig. Ja, dazu steht natürlich auch immer nochmal dran, welchen Heldengrad dann der Held oder die Gruppe haben sollte. Kann man dann einfach die Gruppe dann zusammen addieren, und dann weiß man, welche Kreaturen man dann einem Held entgegenwerfen kann. Ja gut, ein einfaches Pferd, das mag man sich jetzt noch vorstellen können, und das hat vielleicht auch sowas wie eine Stärke, wenn es dann mit einem Huf austritt, aber normalerweise ist natürlich ein Pferd kein außergewöhnlicher Gegner. Wenn es dann um sowas wie ein Poltergeist geht, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, oder wenn wir dann einen Ork den Leuten entgegenwerfen wollen, kann ich das dann machen mit einer Stufe 1 oder sollte ich da dann eine Stufe 2 haben, sollte ich eine Stufe 7 haben, wie ist das, wie viele Orks kann ich entgegenwerfen, und naja, bringt das Viech dann meine ganze Gruppe um oder tötet das nur ein, oder kommen die alle schwer verletzt raus, oder naja, vielleicht überleben sie das eben auch unverletzt. Da müsste man sich dann eben vorher so ein bisschen Gedanken machen, und dafür könnte man dann auch diesen Heldengrad heranziehen.
Ja, letztendlich folgt dann noch ein Index, den muss ich euch jetzt nicht zeigen, weil der, naja, nicht unbedingt schön ist. Da habe ich mir dann einfach überlegt, dann zeige ich euch die Seite davor. Nach dem Index folgt dann nochmal der Charakterbogen, auch der darf natürlich nicht fehlen. Wenn euch das aber interessieren sollte, dann schaut euch da nochmal ein folgendes Video an, wenn wir gemeinsam mal einen Charakter erschaffen. Ja, wie das dann abläuft, da werde ich dann einfach mal durchwürfeln und mal schauen, ob ich den auch durchsteigere, je nachdem, wie lange das dauert. Aber da werde ich euch dann auch den Charakterbogen mal zeigen. Gut, damit bin ich durch. 350 Seiten, ein bisschen mehr haben wir. Es ging sehr schnell, man konnte das sehr schnell lesen. Viele Tabellen, die aber sehr übersichtlich gehalten sind, wo man sich dann durchblättern kann. Das, was man braucht, kann ich mir dann eben rausnehmen und das, was ich nicht brauche, da überblättere ich eben. Ja, ich finde das Buch sehr schön und damit leite ich über zur Bewertung. Ja, an dieser Stelle möchte ich die Bewertung dann doch relativ kurz halten oder so kurz wie eben möglich. Wir beginnen mit Zeichnung und Layout und hier vergebe ich 4 von 4 Punkten. Die Zeichnungen sind düster, haben ihren eigenen Stil und sind, ich denke, doch auf diese Welt zugeschustert. Gefällt mir gut, das Layout ist sehr einfach, aber erfüllt eben seinen Zweck. Ja, damit gebe ich 4 von 4 Punkten und wir kommen dann auch zur Redaktion und zur Struktur. Ja, das habe ich ja schon anklingen lassen. Mit der Redaktion an sich bin ich komplett zufrieden. Ich habe wenig gefunden, was ich da zu bemängeln habe, aber bei der Struktur. Und das ist jetzt aber ein Punkt, den jeder für sich selbst wählen muss. Das ist jetzt ein sehr subjektiver Punkt. Ich habe das schon bei dem einen oder anderen Rollenspiel mal bemängelt, dass ich es nicht ganz so gut finde, wenn ich direkt dann mit Werten konfrontiert werde, mit einem Charakterbau. Das ist hier zwar doch gut möglich, weil man hier viel auswürfeln kann, aber wenn ich den Hintergrund der Welt nicht kenne, dann ist mir das an der Stelle zu früh. Ich würde immer gerne wissen wollen, in welcher Welt ich mich bewege, danach den Charakter bauen, beziehungsweise auch die Regeln erst einmal kennen. Erst die Regeln kennen, dann kann ich mich um den Charakterbau kümmern und danach die Steigerung. Und hier ist es eben so aufgeführt, wir haben erst den Charakterbau, danach werden die Regeln erklärt, danach kommt die Steigerung und das Lehrlingssystem, das Gesellen- und Meistersystem, was ja eigentlich auch noch irgendwo zu der Charaktererschaffung gehört, beziehungsweise dann zu der Charaktersteigerung. Dann kommt das Inventar, das ist an der Stelle okay, dann kommt die Magie. Naja, und dann ganz am Ende, wenn ich was über die Magie gelernt habe, dann kommt was zu Urd, also der Welt und der Hintergrund zu dem Dämonenfürsten. Das kommt dann ganz am Schluss. Man kann das natürlich auch, naja, man kann ja auch natürlich dann erstmal mit dem Kapitel dann beginnen und sich erst ein bisschen was zu der Welt durchlesen. Aber nehmen wir an, ich möchte jetzt einen Priester spielen. Ich hab unbedingt Lust, ich will irgendwas Kamanisch spielen. Und dann lese ich das und baue mir ein. Und ganz am Ende erfahre ich dann, dass die Götter eigentlich gar nicht so sehr existent sind. Oder sie existieren zwar, aber sie haben sich jetzt zurückgezogen. Und ich lerne dann ein bisschen was über die anderen verschiedenen Götter. Das macht also in meinen Augen nicht so viel Sinn, dass ich dann also ganz am Ende irgendwie erfahre, dass die Götter gar nicht so sehr mächtig sind, wie ich das eigentlich gerne hätte. Ja, deswegen gebe ich bei Redaktion und Struktur gebe ich 2,5 von 4 Punkten. An der Redaktion liegt es nicht, sondern eher an der Struktur. Da das eine Übersetzung ist, weiß ich nicht, inwiefern da System Matters hätte drehen können. Wem das egal ist, wie gesagt, wem das egal ist, der kann den Punkt dann ja eigentlich so ein bisschen für sich selbst ausklammern. Die Redaktion ist, wie gesagt, gut. Dann gebt da meinetwegen mehr Punkte ab für euch selber. Aber ich gebe hier, weil mir das wichtig ist, weniger Punkte. Mit 2,5 ist das aber auch noch ja, im Rahmen. Ja, und die Bonuspunkte, da werde ich dann wieder auf 8 auffüllen, weil abgesehen von der Struktur habe ich hier nichts, was mir nicht gefiele. Es ist natürlich alles ein bisschen knapp gehalten, gerade dann auch hinten die Städtebeschreibung. Da kann man sicherlich noch mehr machen, aber es wird erstmal ein ganzer Überblick über die Welt gegeben. Wer dann noch was zu einzelnen Städten wissen will, der müsste sich dann ein Abenteuer besorgen, in dem dann diese Stadt relevant wird oder ein Regionalwerk, in dem dann diese Stadt dann thematisiert wird. Aber wie gesagt, wir haben hier sowieso schon 350 Seiten. Aber wenn wir uns mal den Preis ansehen, beziehungsweise den Preis pro Seite, dann müssen wir da auch gar nicht mehr reintun. Beziehungsweise wir haben ja sowieso schon 350 Seiten. Also, naja, da kann man dann auch auf das nächste Abenteuer warten. Und das soll ja hier erstmal nur einen Anreiz geben, diese Welt zu spielen.
Das heißt, ich bin eigentlich hochzufrieden mit diesem Grundregelwerk. Der Punkt mit der Struktur ist sehr subjektiv. Man kann da natürlich blättern in dem Buch, wie man will. Er führt bei mir zu dem einzigen Punktabzug. Und naja, ich kann damit eigentlich nur eine Empfehlung aussprechen. Und ja, schaut euch das Buch an, unterstützt den Verlag. Vor allem, weil es ein sehr kleiner, netter Rollenspielverlag ist, der viel für die Fans macht und der dann auch auf Feedback und Input dann auch reagiert. Finde ich, wie gesagt, sehr schön. Damit ist die Rezension von mir an dieser Stelle auch beendet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.